Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einer weiteren Replay-Ausgabe diese Woche am Donnerstag und wir sehen in der ersten Runde saftiges Schnitzel im Leopard PTA, der ja im Moment noch Teil, oder ist er noch Teil, oder ist schon der neue oben an der Spitze losgegangen, egal, er war oder ist gerade noch oben an der Spitze, der Tech Tree zum Leopard 1 und das hier ist der Tier 9 Medium in der ganzen Linie bei den Deutschen. Und wir wissen ja, Leo 1 und PTA haben ja noch nicht vor allzu langer Zeit einen Buff bekommen. Und die Kanone ist wirklich, wirklich sehr, sehr nett mittlerweile. Die kann man sich durchaus mal antun. Und auch der Panzer insgesamt macht mir deutlich mehr Spaß als noch vor einigen Monaten bzw. Jahren, möchte ich mittlerweile sagen. Das Teil hat eine 10,5 cm Kanone, 278 Pen auf der Standard, das ist APCR, Premium ist auch APCR mit 323. Also ich glaube auf Tier 9 hat man da absolut keine Probleme, was die Pen-Werte angeht und natürlich hier in dieser Top-Tier-Runde auch überhaupt keine Möglichkeiten oder keine Schwierigkeiten hier irgendwelche Siemer nicht durchschlagen zu können. 420 der Alpha. Oh, und hier schon mal, ja, Super Hellcat und King Tiger Z da eben mal rausgegangen. Er tradet hier mit dem PTA, aber der hat die kleine Kanone drauf, deswegen hat er hier auch nur 260 Damage bekommen. Ja, 420 der Damage, wie gesagt. Auch das hat auch da wurde ein Buff quasi vorgenommen. Der früher hatte der 390. 0,31 die Stockgenauigkeit, 1,9 Sekunden die Einzielzeit und auch die Softsets der Kanone sind hinreichend in Ordnung, möchte ich mal sagen. Nachladezeit 10,6 Sekunden. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr schönes Stück Kanone. 65 der Top Speed, 20 rückwärts, 20,4 PS pro Tonne. Das Leistungsgewicht 8 Grad Gun Depression hat er fast rundherum, nur im Heck hat er die nicht. Die Panzerung natürlich, das bezahlt man quasi mit dem ganzen Kanonengedöns und Mobilitätgedöns. Die ist nicht wirklich gut. Also auch im Gegenzug haben Siemer kein großes Problem, euch im PTA zu durchschlagen. Es sei denn, sie treffen vielleicht irgendwie die Gunblende oder irgendwas, aber grundsätzlich hat der PTA panzerungstechnisch nicht wirklich was zuzusetzen. 400 Meter Sichtweite ist auch sehr gut, also mit einer entsprechenden Mannschaft und Optiken kann man das auch ausmaxen. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr schöner Panzer. Wer auf Mobilität steht und wer auf gute, präzise Kanonen steht, der muss sich eigentlich den PTA anschauen. Viele und ich auch neigen gerne mal den PTA auch eher so als mobilen TD zu spielen. Das kann im Low-Tier gegen 10er durchaus mal sinnvoll sein, aber man sollte schon schauen, dass man die Mobilität von dem Panzer einsetzt. So, man sehen auch hier, saftiges Schnitzel hat im Grunde keine großen Probleme, hier über die Medline durchzupushen. Er hat sich einen Schuss gefangen, ansonsten hat er ja ein bisschen Glück gehabt, dass die Gegner ja, ihn so ein bisschen ignoriert haben. Er ist jetzt bei 2200 Damage, 7 zu 5 steht's, eine relativ schnelle Runde hier schon wieder. Ein Kill hat er und jetzt geht's eigentlich straight forward Richtung gegnerischen Cap. Entweder den Progetto noch finden, beziehungsweise die A-Team. Der Chiri war noch nicht offen, die Su-130 war noch nicht offen, also hier hinten könnte durchaus noch was stehen, wo man ein bisschen Schaden abfarmen kann. Und natürlich, so eine Su tut weh und so ein Progetto, wenn er den kompletten Clip in einen reinpackt, dann muss man auch ein bisschen aufpassen. Deswegen hier erstmal von Busch zu Busch arbeiten. Ihr seht, nochmal kurz ein paar Worte zur Sichtweite. Er hat jetzt zum Beispiel keine Premium-Verbrauchsgüter eingepackt, hat also eine entsprechend gute Mannschaft und auch noch die Optiken drauf. Und da ist es überhaupt kein Problem, dass man mit dem PTA hier seine Sichtweite maximieren kann. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also er kann halt auch spotten. So, WZ. Hinterm Haus kommt er nicht ran. Das müssten mal der 50-Tonner, der Defender und auch der Ferdinand machen. Ja, wir könnten jetzt auch mal langsam Richtung A1 weiter durchfahren. Da
Da ist der Progetto. Weil hier jetzt so rumzuschimmeln und darauf zu warten, dass irgendwie ein Ziel ja, treffbar wird, das ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Man muss jetzt hier mal so ein bisschen gucken, dass man Ziele aufspottet. Denn so langsam dreht die Runde. Es steht 8 zu 8. So, Chiri. Na, Busch. Jetzt wirst du gespottet. Ja. Da hätte man vielleicht lieber den Busch nutzen sollen. Aber gut, war noch voll in der Bewegung drin. So, Progetto. Aloati, die geht erstmal raus. Der Progetto hat zweimal geschossen. Ja, es ist hier wieder so ein Experten-Progetto, der mit APC auch nicht spielt. Ich frage mich, gegen wen er hier die APC abraucht. Na gut, gegen den Chrysler, gegen den Defender. Ah, leichter Low-Roll. Aber gerade auf dem Progetto finde ich es immer so ein bisschen affig. Der ist einfach mobil genug. Und da ist die Entscheidung, auf einem Autoloader, auf so einem Semi-Autoloader Gold zu schießen, ist immer noch eine viel bewusstere als auf einem Einzelschusspanzer, weil man meistens noch gleich den, also was heißt meistens, immer den ganzen Clip halt dann voll lädt. Und naja, egal. So, jetzt kann er hier den Chiri abfahren, der geht raus. Ne, noch nicht ganz raus. Er kann den 50 TP schön in die Seite fahren. Er könnte jetzt hier auch versuchen, mal so ein bisschen in den Busch da reinzukommen, um einfach ein bisschen noch Spot zu liefern für sein Team. Der Chiri lebt noch. Ich dachte, der wäre rausgegangen. So, wo sind die hin? Die können nicht weit weg sein. Also mittlerweile, ja, er muss halt noch ein bisschen aufpassen wegen dem Progetto. Aber da ist der 50 TP. Ja, die... Schade, da lässt ihm die Kanone ein bisschen im Stich. Hätte er vielleicht noch eine halbe Sekunde einziehen sollen. Ein bisschen ruhiger, nicht so hin und her gewackelt. Lieber den Gegner ins Fadenkreuz reinfahren lassen, als immer das Fadenkreuz nach links und rechts bewegen. Das ist manchmal nicht wirklich so zielführend. So, Jagdtiger. Fast noch voll. Schöner Highroll. Der steht da hinter dem Busch. Und wird da nicht von ihm gespottet. Obwohl er da auf, was sind das, 250 Meter? So, Unterwanne auch kein Problem. Nochmal ein Highroll. Und jetzt steht mittlerweile der Gegner schon im Cap. Also die Runde, so safe ist sie gar nicht. Ist leicht gedreht hier. Ja, erstmal den 50 TP. Oh, zwei High Rolls, ein fieser Low Roll. Ja, okay. Also die Kanone ist schon präzise, aber ein bisschen Einzelzeit musst du ihr schon gönnen. So, und jetzt wird es langsam gefährlich. Wenn nämlich jetzt hier der Progetto nochmal rumkommt, dann ist er auch quasi, er ist ein One-Shot für den Progetto. Also fast. Ja. Wenn der Progetto einen Highroll macht, dann ist er auf jeden Fall weg. Das Problem ist halt, er kann den Progetto auch nicht pushen, weil halt noch der Jagdtiger da ist. Und was ist das andere, was da noch steht? 50 TP. So, okay. Sehr gut gemacht. Der Progetto guckt nicht in seine Richtung, hat hier drauf spekuliert, dass er weggefahren ist. So, und jetzt haben wir hier ja, erstmal zugehen lassen und dann hier über den Busch, der da ist, arbeiten. Auf jeden Fall nicht hochpieken. Das wäre das Dümmste, was man jetzt machen kann. Dass die Runde jetzt hier so sich dreht, das ist echt ein bisschen kacke. Oh, nein, 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 du wirst da gespottet. Nutze den Busch hier links oder rechts von dem kleinen Hügel. Das ist auf jeden Fall deutlich besser, als jetzt hier drüber zu pieken. Guck mal da, der Busch dort. Ja, ja, na, genau. Naja, gut, okay. Wow, und hier jetzt Snapshot. Also ich hätte mich jetzt hier dort über das, also an dem Wrack vom Progetto vorbeigemogelt, versucht in den Busch dort reinzukommen. Oder halt hier links, dort wo der Baum umgefallen ist, von dort aus zu spotten. Hm. Und der Jagdtiger müsste, glaube ich, ein Two-Shot sein. Ja, er kriegt den hier nicht auf. Wenn der Jagdtiger dort noch steht, dann hat der Busch einen sehr guten Tarnwert. Wild. Okay, der VK. Er versucht, spekuliert drauf, dass saftiges Schnitzel im PDA gerade woanders hinschaut. Und ja, wird leider gespottet, geht raus. Jetzt ist aber immer noch die Frage, wo ist der Jagdtiger und wo ist die Su-130? Ich glaube, die Su-130 müsste im One-Shot-Bereich sein. So, was macht der eigene Centurion 1? Es ist unklar. So, von hier aus eventuell versuchen, den Jagdtiger zu spotten da, wenn er noch in dem Busch steht. Ja, ich kenne diese Situation. Klar, man ist jetzt unruhig links und rechts, aber man will am besten überall gucken, damit man den Gegner ja so früh wie möglich spottet.
um da keine Überraschung zu erleben. Auf der anderen Seite lohnt es sich auch öfters mal einfach an einer guten Position, wo man einen guten Bereich abdecken kann, auch einfach mal stehen zu bleiben. Okay, der Jagdtiger ist tatsächlich vorgefahren. Kommt er da an den ran? Jetzt brennt der Jagdtiger. Ah, zieht den Feuerlöscher. Aber mal gucken, ob der Centurion da das jetzt noch überlebt. Es war vielleicht auch jetzt ein Ticken zu lange hier hinten rumgebummelt und halt drauf zu spekulieren, dass der Jagdtiger dort immer noch steht. Ja. Nee, von hier aus wird das nichts. Oder doch? Ah, tatsächlich. Ja, und hier sehen wir jetzt einfach... Also das war jetzt gut gemacht. Ich hätte, glaube ich, nicht die Geduld gehabt. Hier sieht man, dass Geduld dann doch auch mal belohnt wird. Und ich hätte jetzt hier... Ich wäre schon weiter vorgefahren, weil ich gedacht hätte, ich komme auf den Jagdtiger nicht drauf. Und wäre dann vielleicht der Su in die Arme gefahren. Wobei wir hier immer noch nicht wissen, wo die Su steht. So, saftiges Schnitzel pinkt da hinten hin. Ne? Fragt, ob dort die Su steht. Die kann überall sein. Also das ist jetzt echt so, wo ist sie? Wo hat sich die Sue versteckt? Nee, dort am Cap glaube ich nicht. Da wäre er aufgegangen. Als er weggefahren ist. Hat sie es echt geschafft, sich dahinter zu mogeln? Ich bin jetzt sehr gespannt, wo sie ist. Ich mache mal kurz ein bisschen Zeitbeschleunigung rein. Insgesamt auf jeden Fall eine interessante Runde. Es sah am Anfang so aus, als ob das, das Team von Saftiges Schnitzel hier relativ eindeutig die Sache für sich entscheidet. Und als sie dann aber durch den Zauberwald raus waren oder durch waren, hat sich die ganze Sache so ein bisschen festgefahren. Und die Runde war im Grunde kurz davor auch zu kippen. Also wenn er hier ein bisschen Pech gehabt hätte... und der Prochetto zum Beispiel ihn ein bisschen aggressiver gepusht hätte, dann wäre er hier raus gewesen und dann hätte er hier nicht so das gute Kreuzfeuer aufbauen können. Und dementsprechend, ja, also interessant zu sehen, wie dann auch mal so eine Runde wieder kippen kann. Das kennt jeder von uns. Und wie man es aber vielleicht schafft, dann das Ganze aufzufangen. So, sie entscheiden sich jetzt beide dafür zu cappen, so wie es aussieht. Sie sind beide One-Shot. Also die Su braucht hier zwei gute Schüsse. Vielleicht kann sie sogar den Artilleristen machen, ne, mit HE. Tja, wo taucht sie auf? Es wäre vielleicht auch schlau, wenn einer nach vorne und einer nach hinten guckt. Ihr beiden Experten. Wenn sie wirklich hinten auf K1 stand. Okay, stand sie nicht. Sie kommt von dort. Er lässt nochmal die sehr präzise Kanone spielen und... Damit ist die Runde hier vorbei mit über 6.500 Damage und 7 Kills. Hier sehen wir die Auswertung vom Gefecht von Saftiges Schnitzel in seinem Leopard PDA. Und auch wenn es eine Top-Tier-Runde war, es war am Ende ziemlich knapp. Auch wenn es in der ersten Hälfte gar nicht danach aussah, man hätte man denken können, ja okay, gut, das wird jetzt hier ein bisschen viel Schaden. Easy abgefarmt, weil es halt gegen Sima ist, aber... Klar, also man muss den Schaden halt trotzdem erstmal machen und auch gerade in den Panzer wie im PDA, ich habe es ja am Anfang erklärt, super Kanone, super Alpha, super Pen-Werte, aber dafür bezahlt man das halt mit Panzerung und deswegen haben halt Sima und halt auch so ein Prochetto 8er mit Gold Only überhaupt keine Probleme ein, da Schaden reinzudrücken. Das ist also in so einem Panzer wirklich die Kunst, seine Hitpoints richtig einzuteilen. Das ist so ein bisschen wie mit einem Light, wo man halt auch im Prinzip weiß, wenn man getroffen wird, kriegt man auf jeden Fall Schaden und man muss halt so lange versuchen, wie es geht, das Ganze zu vermeiden. Am Ende dann gut runtergespielt, den Prochetto an der richtigen Stelle, sag ich mal, rausgenommen, Glück gehabt, den VK zur richtigen Zeit gespottet, vielleicht dann einen Ticken zu lange gewartet auf den Jagdtiger, aber am Ende Runde gewonnen und das gibt dann auch eigentlich immer recht, wie man so schön sagt. 6.500 Damage, 7 Kills, 1529 Basiserfahrungspunkte.
Die Tages 30.000 XP Boni noch, nicht XP, sondern Credits Boni noch oben drauf. Insgesamt dann also mit Premium Account 65.000 Credits plus und mit persönlicher Reserve sind 6.800 Erfahrungspunkte. Auch sehr schön, wenn man natürlich gerade noch den Leo 1 am Forschen ist. Knapp 500 Spotting oder Unterstützungsschaden kommen da auch noch oben drauf. Zweite Runde und wir sehen einen leichten Panzer, den WZ-132, den Standard Tier 8 leichten Panzer der Chinesen, auf natürlich einer wunderbaren Karte auf Malinowka gespielt von der Barbar 86. Und ich bin gespannt, was er uns hier zeigen wird. Die Kiste, eine 100mm Kanone, wir gucken mal. Ja, 100mm, 189 Pen. Auf der Standardmunition, das ist AP 250 der Alpha. Die Premium ist APCR mit 225 Pen, auch 250 Alpha, 50 Pen auf der HE bei 330. Ja, Burask, du kommst halt zu spät, Kollege. Hier steht schon einer. Hier braucht man nicht zwei Scouts. Also, okay. Großer Experte. Wir gucken mal aus seiner eigenen Sicht, was er hier so macht. So, Moment, er hat ein paar Ziele gespottet. Jetzt fängt er langsam an auch... lol. Tja, Burask, du hast... bist halt immer noch ein Medium. Ne? Das darf man nicht vergessen. Der Burask hat zwar einen guten Tarnwert und auch eine gute Sichtweite, aber er ist am Ende halt immer noch nur ein Medium-Panzer. So, Scorpion G geht auf, geht komplett raus. 1150 Spotting für Barbar und natürlich auch schon den Spotting auf den VK-100 am Anfang. Jetzt heißt es ein bisschen Geduld haben. Es sind auch zwei Scouts natürlich im Gegnerteam. Der Bulldog war schon offen. Da der Löwe und ein T-4400. Hier jetzt zu schießen wäre natürlich das Törichtste, was man machen kann. Deswegen lieber den Spot-Damage abfarmen. Der LP aus dem Gegnerteam, der war noch nicht offen. Und dementsprechend, ja, wenn er hier schießt, geht er auf. Also keine Frage, hier darf man nicht schießen. Diese typische Ansage im Scout, nicht schießen. Und jetzt einfach mal gucken, ob der Gegner vielleicht ungeduldig wird, aber oben bei C5, dort in dem Bereich, sich ein bisschen zu viel bewegt, vielleicht sich ein bisschen zu weit vorwagt, vielleicht auf D5 vor oder so. Nein, tu es nicht. Der ist noch nicht mal ein One-Shot-Bereich, das lohnt sich noch nicht mal irgendwie. Auch wenn man hier natürlich scharf drauf ist, drauf zu schießen. Nein, man sollte es nicht tun. Lieber noch mal ein bisschen gespotteten Damage abfarmen. Insgesamt 2280 Spot Damage jetzt schon. Dort kommt noch eine Lorraine hinten reingefahren. Hallöchen. Die wird leider nicht getroffen. Jetzt wird sie getroffen. Was? Und jetzt ist aber nicht sein Spot. Okay, jetzt macht er dort einen Scorpion G auf. Na, kriegt er nochmal einen kompletten Scorp? Jawohl. Er kriegt nochmal 1150 Spotting auf den Scorpion G. So, T44 kommt hoch. Lorraine geht raus, 500 Spotting. Wir sind bei 4600 Spot Damage. Interessant ist zu sehen, dass der Berg auf dieser Runde überhaupt nicht bespielt wird. Scheinbar von beiden Teams nicht, zumindest was aktuell so zu sehen ist. Was mich jetzt noch zusätzlich wieder nervt, ist der Bulldog hier hinten. Ja? Der Bulldog hier von unserem Team oder von seinem Team steht ungefähr 50 Meter, 60 Meter hinter ihm. Was will er dort denn bitte spotten? Hier steht schon ein Scout. Fahr woanders hin. Du kriegst keinerlei Spot-Damage ab, Bulldog. Ach, das sind die Experten. Erst der Burask, jetzt noch der Bulldog. Es steht 4 zu 6. Er macht hier gut Spot. Er hält hier einige Gegner offen. Schon wieder 420 auf den VK-100. Also es ist nicht so... Ja, okay. Jetzt fangen sie an, hier blind in den Busch reinzuschießen. Das ist halt so ein Standard-Busch. Da lohnt es sich auch mal als Arti reinzuklopfen. Und ja, jetzt geht er auch auf. T-44 sogar mit APCR. Okay. Und jetzt verdrückt er sich einfach. Er jetzt hier nochmal einen Blindschuss kriegt. Er war offen. Die Gegner wissen also jetzt, dass er dort war oder ist. Dementsprechend ist es jetzt durchaus mal angebracht, seine Kanone oder sein Spotting an einer anderen Stelle anzubringen. Der Bulldog kann ja dort weiter stehen bleiben. Problem ist vom Bulldog, er steht viel zu weit hinten. Auch wenn das nur 60 Meter sind. Er macht dort nichts auf. Und wenn, dann erst viel zu spät. Und Barbar schaut halt jetzt mal Richtung Hügel und da geht zum Beispiel der LP auf. Und direkt vor ihm, ach du lieber Himmel,
Ja, von wegen, der Gegner bespielt den Berg nicht. Na, aber hallo, bespielt der Gegner den Berg. Kommen wir nochmal kurz zum Panzer. 64 Topspeed, 23 rückwärts, Leistungsgewicht 28,7 PS pro Tonne. Der Panzer hat nur 5 Grad Gun Depression, also typisch chinesisch. Sichtweite von 380 ist jetzt für den 8er Scout auch nicht unbedingt das allerbeste. Ja, wovon lebt der? Naja, so ein bisschen vielleicht von der Kanone. Panzerungstechnisch ist es halt auch nur ein Scout, also 50 mm nominell an Turm, an Wanne und 55 am Turm. Ist auch nicht wirklich viel. Ja, es ist halt ein Chinese. Also 250 Alpha ist halt ganz nett. Aber am Ende hört es da halt auch schon wieder auf. Topspeed ist okay, Leistungsgewicht ist okay. Aber da ist auch nichts dabei, was in irgendeiner Art und Weise groß herausragend wäre. Wie gesagt, der Alpha 250, ne? Das ist auf jeden Fall ganz nett. Er ist bei 6000 Spotting. Da oben macht er jetzt noch einen T-34 auf. Oh, er verschießt. Aber der T-34 verschießt auch. Und ist eine Arti. Könnte jetzt auf den T-34 schießen. Wenn der T-34 getroffen hätte, dann hätte das hier von den Hitpoints auch schon, ja, Ende Gelände gewesen sein können. So, kommt er an den LP ran. Jawohl. Einfach mal schön ihm in die Seite. Warten, bis er wieder zugeht. Da geht er mit... Da geht der LP mit Amorek raus. Sehr gut. Jetzt mal gucken, ob der T-34 noch da ist. Jawohl. Schnucki Putzi ist noch da. Kommt da an den irgendwie ran. Wird er gespottet? Nein, der T-34 spottet ihn da nicht. Es steht 7:8. Die Runde ist komplett offen noch. Also, ja, am Anfang halt der eigene Burask, der da rausgegangen ist. Das war ziemlich dämlich. Jetzt ist auch der Bulldog raus. Okay, hat er eine Outline gehabt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Krass. So, und jetzt macht er halt das, was ein Light so im Late oder mit bis Late Game dann auch mal durchaus machen kann. Er versucht auch selber Schaden zu machen. Was macht denn der T-34 da? Der guckt irgendwie sonst wohin. Die Kanone hat eine Genauigkeit von 0,40. Das ist nicht wirklich geil. 2,3 Sekunden die Einzielzeit. Die Softstats sind halbwegs okay. Ja, für ein Light auf jeden Fall gut. Aber natürlich mit der Genauigkeit war der Schuss gerade eben auf dem Burask schon irgendwie ein kleines Wunder, möchte man fast sagen. Und ich frage mich, ob die Arti jetzt schon mal auf den T-34 geschossen hat. Ich glaube am Anfang, als er das erste Mal gespottet war einmal. Aber jetzt leider nicht. Das wäre schon gut. Die Frage ist nämlich, was kommt denn da noch über den Hill gepusht? Ist es jetzt wirklich bloß der T-34? Oh, jetzt hat der T-34 sich... Geht er nicht auf. Okay, krass, cool. Also, das ist interessant. Aber hier fehlt ihm jetzt die Gun Depression. Jetzt war er bestimmt offen. Oh, ne, er war nicht offen. Oh Gott, und die Arti verschießt. Jo, jetzt haben wir dort einen T-34. Das ist ein Problem. Jetzt geht er hier auf. Weißt du, da vorne geht er nicht auf. Aber hier jetzt geht er auf. Er muss jetzt hoffen, dass der T-34 alleine ist. Und dass, wenn der T-34 hier reinpusht, die ISU, die Su-130 auf jeden Fall mal treffen. Die ISU sollte eigentlich von dort, wo sie steht, treffen können. Wenn da nicht der eine Stein eventuell im Weg ist. Ja, er macht jetzt das, was für einen Light eigentlich man immer empfehlen kann. Dadurch, dass ein Light eh schlechte Panzerungswerte hat, egal wo. Nein, hat er nicht getroffen. Das war zu nervös. Ist es immer ratsam, den Light so hinzustellen, dass man wegfahren kann. Also, dass man nicht erst noch umdrehen muss. Und das hat er hier gemacht. Also, das ist eine sehr, ja, ein sehr guter Tipp. Wenn ihr euch im Light irgendwo in den Busch stellt, stellt euch so hin, dass ihr direkt wegfahren könnt. So, da ist der T-34. Vermutlich von der ISU gespottet. Der trifft die leider. Und jetzt spielen sie jetzt hier Ringelpiez mit Anfassen am Stein. In der Hoffnung, dass oben... Oh, der dreht den Turm aber schnell. Oben auf dem Berg nichts weiter ist. So, Nachladezeit, Stock.
7,8. Ja, sehr gut. Kriegt er den T34 hier raus. Hat er jetzt super seine Mobilität eingesetzt. Jetzt erstmal schön mit dem Stein kuscheln, damit die gegnerische Arti hier gar nicht erst auf dumme Gedanken kommt. So, wir sind bei 6200 Spotting, 1700 gemachter Schaden. Ja, und es steht 9 zu 11. Da kannst du spotten, bis dir der Arsch abfällt. Wenn am Ende die Kanonen nicht rausgehen, dann nützt dir das gar nichts. So, und sie haben halt im Prinzip auch noch einen Pseudo-Scout. Ich habe ja am Anfang über den Burrasque kurz was gesagt. Man kann den Burrasque halt als Pseudo-Scout einsetzen. Das heißt, der Gegner hat im Grunde noch einen Scout-Panzer. Und jetzt... Wie geht das denn? Jetzt mal im Ernst. Da stehen zwei direkt am Cap und trotzdem spotten sie den eigenen Cap nicht. Also, meine Herren, ey. Ja, gut. Da geht der AMX raus. Und ich vermute mal, die Su-130 wird da auch nicht mehr lange leben. Und er macht jetzt das einzig Richtige. Er guckt halt... Also, gut, was heißt das einzig Richtige? Die Runde ist höchstwahrscheinlich durch. So, jetzt geht halt noch die Su raus. Damit ist die Runde durch. Er sucht sich halt jetzt noch die Arti. Na, noch ein bisschen da Schaden abfahren. Die beiden, da werden jetzt gleich drei Leute im Cap stehen. Da kommt er also eh nicht mehr richtig sinnvoll ran. Also holt er sich dann auf jeden Fall erstmal den Damage. Hallo, lieber Arti. Auf Wiedersehen, lieber Arti. So, jetzt haben wir... Was ist denn alles noch hier in der Nähe gewesen? Die Su-130. Ach, guck mal. Burrasque, Burrasque. Der aber scheinbar nur einmal getroffen hat. Das ist so dieser typische erste... Nein! Dieser typische erste Burrasque-Schuss, der trifft. Und der zweite geht dann meistens vorbei, weil man nicht die Geduld hat, den nochmal einzielen zu lassen. Okay. Ja, er denkt sich, ich ramme ihn. Dann mache ich nochmal sicheren Schaden. Am Ende ist die Runde eh verloren. Aber wir haben mal wieder gesehen, was ein guter Scout auf einer guten Scout-Map so anrichten kann. Am Ende in der Auswertung sehen wir, dass er mit dieser Runde nicht nur ein Panzerass bekommt, sondern auch die dritte Gunmark auf dem WZ-132. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er bekommt noch Patrol Duty als Scout und Schläger und Wirkungsfeuer. Insgesamt macht er 3000 Damage. Er hat also auch in der zweiten Hälfte der Runde auch seine Kanone ins Spiel eingebracht. Er bekommt 945 Basiserfahrungspunkte in einem Loose Match. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das zeigt eigentlich, wie gut diese Runde insgesamt von ihm war. 6900 Spotting, also kombiniert fast 10.000 Damage und das in einem 8er Light. Das kann man schon mal sehen lassen. Achievements ist tapfere Gegenwehr. Battle Payments ist Booster oder so, keine Ahnung. Klar war ein bisschen APCR dabei, Premium Verbrauchsgüter, trotzdem sind es mit Premium Account 26.800 Credits plus und insgesamt 2.195 Erfahrungspunkte. Zwei schöne Runden, die wir gesehen haben. Ein PDA, der es in der zweiten Hälfte spannend macht und zeigt, wie schön die Kanone ist. Ein Scout, der auf Malinovka gut scoutet, aber ein bisschen Pech mit den Teammates hat, vor allen Dingen gerade mit dem Burrasque am Anfang und dem zweiten Bulldog, der da einfach sinnlos am Anfang hinter ihm steht. Wenn es euch immer gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesen beiden Gefechten in die Kommentare. Mein Dank geht auch raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und hier auf YouTube. Und das sind Parsival, Kulle, Ködö, 122er, Danny, Iron Dalk, Synam und Offenbecher. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.